Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen zum sechsten Mal Mini Gemeinde Live. Ich glaube, ich kann beim Schweizerdeutsch bleiben und wechsle wieder zurück. Ich begrüße Sie alle recht herzlich von Seite vom Schweizerischen Gemeindeverband. Andererseits natürlich vor allem auch vom Verein Mini Gemeinde, wo die das Webinar Mini Gemeinde Live überhaupt auch ermöglicht. Vielen Dank auch an Ann-Sophie für die Organisation. Heute ist das Thema Digitalisierung, Zusammenarbeit. Das ist Digitalisierung, wissen wir alle. Das ist eine der grossen Herausforderungen für die Gemeindeebene, aber auch für den Staat im Generellen. Und da spielt Zusammenarbeit die entscheidende Rolle, meines Erachtens. Wir haben zwar den Frühling vom Schweizerischen Gemeindeverband aus eine Umfrage gemacht und die Umfrage hat gezeigt, dass das für viele nicht so im Zentrum steht. Das hat mich eigentlich ziemlich überrascht, weil die Realität ist eine andere. Und das möchten wir euch heute zeigen mit zwei Initiativen und drei Themen aus Projekten aus der Schweiz, aus der Ostschweiz und aus der Südwestschweiz, aus dem Thurgau und aus dem Wallis. Und ich möchte eigentlich gerade starten mit der Initiative Smarter Thurgau und gebe das Wort an der Melanie May von Smarter Thurgau und bin jetzt gespannt auf einen ersten Vortrag von ihr. Vielen Dank und viel Vergnügen. Melanie, dein Mikrofon ist noch auf Stumm. So, jetzt müssten mich, glaube ich, alle hören. Genau, super. Ja, lieber Christoph, vielen Dank für die kurze Einleitung. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein kann und unsere Initiative aus dem Thurgau, den Verein Smarter Thurgau, kurz vorstellen darf. Eben, ich werde am Anfang ein paar Worte zum Verein verlieren und dann auf ein konkretes Projekt eingehen, das wir lanciert haben in Zusammenarbeit mit Gemeinden. Die Initiative läuft schon ein bisschen länger und zeigt deshalb eigentlich auch ganz gut auf, wo so gerade in der Initialisierungsphase vielleicht auch Stolpersteine liegen. Aber zunächst zum Verein Smarter Thurgau. Man sieht es am Untertitel. Wir setzen uns dafür ein, dass man mit viel Kooperation und Zusammenarbeit eben das Glück mit eigenen Händen schaffen, was für uns so viel bedeutet, wir müssen es selber in die Hand nehmen und selber vorwärts machen. Warum Smarter Thurgau? Moment, geht's weiter? Nee. Entschuldigung, ich hoffe, jetzt. Warum Verein Smarter Thurgau? Da haben sich verschiedene Personen zusammengeschlossen, die im Thurgau die digitale Transformation vorantreiben wollen. Die Initiative gibt es seit 2018 und eben wir wollen eigentlich entgegen der landläufigen Meinung vom Thurgau, dem Thurgau statt der Apfel-DNA gerne eine digitale DNA verpassen und dafür sorgen, dass die verschiedenen Akteure im Kanton sich auf diesen Weg der digitalen Transformation begeben. Und was meine ich mit Akteuren? Das sind einerseits natürlich privatwirtschaftliche Unternehmen, vor allen Dingen KMU stehen bei uns im Fokus. Wir sind aber auch Ansprechpartner für eben Gemeinden, für andere Organisationen und Institutionen, die nicht gewinnorientiert sind und sich dem Thema digitale Transformation zuwenden wollen. Ich habe gerade schon gesagt, der Verein ist 2018 entstanden. Es ist eine Public-Private Partnership, das heißt, wir arbeiten sehr eng mit dem Kanton auch zusammen. Wir sind durchaus kommerziell ausgerichtet, allerdings ohne Gewinnstreben. Das heißt, alles, was wir an Mitglieder- und Partnerbeiträgen einnehmen, geht direkt in die Projektentwicklung und in den Aufbau und die im Prinzip breitere Basis für unseren Verein.
Die Vision ist ganz klar, dass sich verschiedene innovative Kräfte aus dem Kanton zusammentun, um einfach die Chancen der smarten Technologien, also sprich der digitalen Technologien, eines datenzentrierten Ansatzes im Thurgau zu nutzen, damit man eben gerne dort auch in Zukunft wohnt, lebt und arbeitet. Wir dienen als eine Anlaufstelle, aber auch als Initiator, Verbinder und Kümmerer bei verschiedenen Projekten. Zu uns kann jeder kommen, der eine Frage oder eine Idee hat, die sich in irgendeiner Form rund um die digitale Transformation dreht. Wir helfen Unternehmen und Organisationen individuell weiter bei dem Thema, aber wir initiieren selber auch Kooperationsprojekte, die den Aufbau digitaler Ökosysteme zum Nutzen von allen im Visier haben. Damit verbinden wir eben Unternehmen, Organisationen und öffentliche Institutionen mit dem Ziel, dass Kräfte gebündelt und Synergien realisiert werden. Und in dem Sinne begleiten und unterstützen wir alle möglichen Digitalisierungsvorhaben. Wir sind stark davon überzeugt, dass es eine große Wechselwirkung gibt zwischen Wirtschaft und Gesellschaft und dass es daran fehlt, die verschiedenen Bereiche, die oft so in Silo-Mentalitäten sind, miteinander zu verbinden. Deshalb ist ganz klar, was wir tun, ist eigentlich, wir versuchen, die verschiedenen Partner zusammenzubringen. Das sind einerseits eben öffentliche Institutionen und damit auch Gemeinden. Es sind bestimmte Themenpartner, wie zum Beispiel also die IHK in Bezug auf die Wirtschaft, ein Verband Thurgauer Energieversorger, da geht es um Energiethemen, und bestimmte private Unternehmen, die sich, wie zum Beispiel eine Origin Stamp, das ist eine Firma, die insbesondere beim Thema Cybersecurity unterwegs ist. Und wir versuchen dort, soweit es geht, erstmal zu aktivieren und auf das Thema aufmerksam zu machen und dann eben in Kooperationsprojekten die Kompetenzen zusammenzubringen, die es braucht, um eine bestimmte Sache vorwärts zu treiben. Und damit bin ich eigentlich schon auch bei dem Thema angelangt, um das es hier eigentlich geht, Zusammenarbeit in Digitalisierungsprojekten und zwar auf Gemeindeebene. Wir haben vor, das ist jetzt schon über anderthalb Jahre her, eben das Thema Ökobilanzierung für Gemeinden aufgenommen. Der Fokus ist ganz klar, es geht um zielgerichtete umweltpolitische Maßnahmen bei einem Thema, wo vielleicht die Kompetenzen nicht immer gleich verteilt sind und wo man auch nicht so einfach durchschauen kann. Hintergrund ist natürlich die aktuelle Umweltpolitik, es sind Raumplanungsthemen, es sind Themen der Vernetzung über Internet of Things, das heißt Sensorthematiken und Datensammlung über Sensoren und das alles im Kontext Smart Citizen und eben mit längerfristigem Blick auf die Energiestrategie 2015. So, was ist, warum braucht man das überhaupt? Ich sage mal, der Ausgangspunkt war eigentlich, dass eine Gemeinde auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hört mal zu, wir sind der Meinung oder vor allen Dingen, also es war der Gemeindepräsident, das muss man gleich als Erfolgsfaktor sozusagen nehmen, der gesagt hat, ich bin davon überzeugt, dass es meiner Gemeinde wahnsinnig viel bringt, wenn wir mal systematisch an das Thema Umweltpolitik und Erfassung umweltpolitischer Wirkungen rangehen. Gedacht war dabei eben nicht nur an die Erfassung des CO2-Ausstoßes, sondern in einem viel umfassenderen Sinn eben vom CO2-Ausstoß über Energiebilanzen, über Themen des Gewässerschutzes, der Raumnutzung in einem umfassenden Bild. Wir haben damals bereits Partner dazugeholt, eben mit dem Ziel, dass man auf Gemeindeebene bessere Abwägungen und Evaluationen von Maßnahmen und deren Wirkungen machen kann. In der Regel sind die Mittel ja begrenzt für umweltpolitische Maßnahmen und dann wäre es ja gut, wenn man wüsste, welche Maßnahmen eigentlich den größten Mehrwert bringen.
dann kommt natürlich dazu, dass das wahrscheinlich in Zukunft verstärkt auch ein Instrument der Positionierung, Imageförderung, Standortmarketing sein könnte. Wenn man ein standardes Instrument hätte für alle Gemeinden, dann könnte man natürlich gegenseitig lernen und Vergleiche machen. Und ein Hintergrund war auch das Thema die Nutzung von kantonalen und Gemeindedaten, die ja häufig vorhanden sind, aber nicht in einem Bild zusammengeführt werden. Wie ist es dann weitergegangen? Ich habe es gesagt, das ist jetzt schon über anderthalb Jahre her. Wir haben im Oktober 2019 kam eben die Gemeinde Eschlikon, dediziert der Gemeindepräsident, auf uns zu. Wir haben dann mit verschiedenen Partnern so eine Erstinitialisierung gemacht von dem Projekt, haben auch gemeinsam einen Antrag eingereicht beim Bundesamt für Energie, weil die Realisierung natürlich auf finanzieller Mittel bedarf. Leider ist dieser Antrag beim BFE abgelehnt worden. Wir haben zwischendurch noch eben bestimmte Überlegungen der OGD, das also Open Government Data, Stelle des Kantons mit einbezogen. Und nach der Absage durch das BFE, und das will ich hier gar nicht verschweigen, wurde leider der Gemeindepräsident von Eschlikon, also erfreulicherweise für ihn, leider für das Projekt, in einer Wahl zum Stadtpräsidenten von einer anderen Stadt gewählt. Und im Zuge dessen ist das ganze Projekt erstmal eingeschlafen. Wir haben es dann im Frühjahr diesen Jahres wieder neu lanciert, ebenfalls also vor allen Dingen der Verein Smarter Thurgau und die OGD-Koordinationsstelle, weil wir einfach von der Thematik überzeugt sind und dass es ein wichtiges Projekt wäre, und sind jetzt im Moment dabei, dass in der Regionalplanungsgruppe haben wir das präsentiert und dort im Vorstand, und das ist inzwischen beim Fachgremium der Regionalplanungsgruppe, und wir hoffen drauf, dass wir bis Ende Monat da ein Go bekommen, dass wir endlich loslegen können. So, als letztes, es war gefragt nach Herausforderungen, Chancen und Risiken. Also es ist schon natürlich so, dass wir von unserer Seite recht viel Arbeit da reingeben müssen, überhaupt mal Interesse für das Projekt zu wecken. Wir merken auch, dass es eine relative Silo-Mentalität gibt, also im Sinne von, wir bräuchten für dieses Projekt zum Beispiel bei den Gemeinden oder bei den Städten die Stadtwerke, die Bauhöfe, dann bräuchte man Daten aus dem Landwirtschaftsbereich, man bräuchte Daten aus verschiedenen anderen Bereichen, um das sinnvoll zu realisieren, und da ist halt oft noch so eine gewisse Silo-Mentalität vorhanden, die man erstmal überwinden muss. Und eben, wir versuchen jetzt mit der Regionalplanungsgruppe ein neues Zugpferd auf der Anwenderseite zu finden, der das Ganze motiviert, weil ohne jemanden, der das wirklich möchte, den hatten wir mit dem Gemeindepräsidenten in Eschlikon, der aber inzwischen mit anderen Themen beschäftigt ist, ist es relativ schwierig, sowas aufzugleisen. Wo wir die Erfolgsfaktoren und Chancen sehen, ist eigentlich, man muss jedem Projektbeteiligten, und zwar eben sowohl den Stadtwerken als auch den Gemeindevertretern und allen den anderen Beteiligten, den Nutzen konkret aufzeigen. Und zwar jedem Einzelnen seinen persönlicher Nutzen. Ich denke, Chancen sind vor allen Dingen, dass relevantes Wissen in die Gemeinden gelangt, auch von außen. Und es ist halt spannend, weil also für eine Gemeinde wäre so eine standardisierte Ökobilanzierung wahrscheinlich sehr schwer zu stemmen vom Umfang her. Aber wenn man ein paar zusammen hat und das gemeinsam macht, dann lassen sich die Lasten viel besser verteilen und man hätte am Ende etwas an der Hand, mit dem man wirklich was anfangen kann. Ja, und damit bin ich am Ende. Ich glaube, ich habe jetzt doch ein paar Minuten überzogen, aber vielen Dank. Und stehe natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Moment, das wollte ich. So. Christoph, ich glaube, wir hören dich noch nicht. Sehen dich. Auch nach anderthalb Jahren immer wieder der gleiche Fehler, Entschuldigung. Ja, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, Melanie, doch wir gehen jetzt direkt weiter. Als nächstes zu Michael, der ein konkretes Projekt aus Smarter Thurgau uns darlegen wird. Michael, bitte.
Hallo miteinander, ich probiere gerade hier noch schnell meinen Bildschirm freizugeben. Gut, ihr solltet jetzt alle meine Bildschirmpräsentation sehen. Das sieht gut aus. Gut, gerne möchte ich euch unser Projekt Lieblingsort vorstellen. Das Projekt treiben wir in einem organisationsübergreifenden Konstrukt voran. Was wollen wir mit dem Projekt erreichen? Wir wollen aufzeigen können, warum der Thurgau mehr als ein Besuch wert ist. Wir wollen können zeigen, was ihn so attraktiv macht. Wir wollen illustrieren, was der Thurgau kulturell und auch geschichtlich zu bieten hat. Und wir wollen den Thurgauerinnen und Thurgauer eine Möglichkeit geben, den Kanton aus ihrer Sicht können zu präsentieren. Ich rede jetzt hier immer viel vom Kanton. Natürlich sind da auch Gemeinden inbegriffen. Wenn wir den Kanton zeigen können, zeigt man natürlich auch die Attraktivität von der Gemeinden auf. Wer schafft in dem Projekt alles mit? Das Projekt wird im Kernteam vom Smarter Thurgau und der OGD-Koordinationsstelle, also Open Government Data, statt für OGD, öffentliche Behördendaten. Das ist eine Stelle, die am Amt für Statistik vom Kanton angegliedert ist. Dann sind es weitere Ämter, die da mitwirken. Das ist Denkmalpflege, das ist das Amt für Kultur, Amt für Archäologie, das ist Bodensee Tourismus, Thurgau Tourismus, der mitwirkt. Und Thurgau-Kultur. Dann haben wir aus der Wirtschaft für die Umsetzung von dem Projekt unterschiedliche Organisationen einbezogen. Und dann aus Projekt und Ausrichtung die inhaltliche Ausarbeitung mit unterschiedlichen Interessensgruppen abgeglichen, damit wir möglichst viele Synergien können nutzen. Jetzt würde ich auf den Inhalt vom Projekt eintauchen. Was verstehen wir überhaupt unter Lieblingsort? Technisch gesprochen ist es ein Geopunkt, wo weitere Informationen zu dem Ortspunkt dort speichern. Das kann zum Beispiel eine Führstelle sein, in einem Wald oder an einem See, wo man sich gerne dort aufhalten. Aber es kann auch eine Veranstaltung sein, die in näherer Zukunft stattfindet, eine Aktivität, die man in einer Region gerne dort ausführen. Oder eine Geschichte, einfach eine Geschichte zu Ort, Gebäuden oder Landschaften. All die Punkte, wo ich jetzt hier genannt habe, wollen wir unter dem Brand Lieblingsort Thurgau sammeln und über die Webanwendung virtuell für jedermann zu jeder Zeit verfügbar machen. Für wer ist die Applikation? Zum einen sind das Bewohnerinnen und Bewohner von unseren Gemeinden. Das sind aber auch Gäste, wo die Gemeinden kommen, besuchen, die Regionen. Wir wollen ihnen die Hauptfunktionalitäten entdecken, erfassen, teilen und planen zur Verfügung stellen. Sie sollen können, und da sehen wir jetzt gerade auch ein Bild, wie wir uns das grafisch vorstellen. Wir sollen eine Region, zum Beispiel jetzt hier die Stadt Bischofzell, können aus der Ferne, also wenn man die Stadt besuchen kann, können aus der Ferne können besuchen, um zu schauen, was findet überhaupt statt. Aber auch, wenn man vor Ort ist, dass man kann digital schauen kann, was findet aktuell statt da, oder was hat in der Vergangenheit stattgefunden. Man soll können eigene Lieblingsorte erfassen. Da sieht man jetzt den Roger, der da einen eigenen Ort erfasst hat und das mit Bildern und Videos, mit Text beschrieben hat, mit Verlinkungen, weitere Informationen zulässt zu dem Ort. Er soll können teilen auf der Plattform, aber auch über die Plattform raus, und aber auch planen, also dass man die Lieblingsorte kann kopieren und dann so einen Kurztrip kann planen, wo kann abgehalten werden. Das auf der einen Seite, das ist die Bevölkerung, die hier eingezogen werden und die, die kommen, besuchen. Aber man will auch den sogenannten, wir sagen, den Aggregatoren Möglichkeit geben, um eigene Informationen über offene Schnittstellen auf die Plattform zu bringen. Das kann zum Beispiel das Amt für Kultur oder das Kulturamt sein, wo jetzt das Typorama Bischofzell
dort beschrieben, mit spannenden Informationen zu dem Museum. Und so können Sie, unsere Projektpartner, die ich vorher vorgestellt habe, können so Mehrwert bringen, ihre Arbeit auf einem digitalen, auf einem neuen Kanal können präsentieren. Was sind die Grundsätze von dieser Webanwendung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen? Ein klarer Fokus liegt auf den Ort und Informationen zu denen. Wir wollen eine Community aufbauen, wo dann ein Wechselspiel kann stattfinden. Wir wollen den Partner und ihren Datenpunkten, die sie haben, eine Plattform bieten. Dann ganz ein wichtiger Punkt, Kantonsgrenze oder Gemeindegrenze, ist keine harte Grenze in Bezug auf die Erfassung von den Lieblingsorten. Und Multiplizierbarkeit von dieser Anwendung für andere Kantone, für andere Gemeinden, für andere Tourismusregionen muss gegeben sein. Also die Mandantenfähigkeit, dass man das miteinander in ein anderes Kleid kann legen und zum Einsatz kann bringen. Wie sind wir da mit dem Projekt vorgegangen? Kontaktaufnahme hat dort die OGD-Koordinationsstelle stattgefunden. Sie sind auf uns zugekommen, weil sie Use Cases brauchen, wo sie ihre öffentlich verfügbaren Behördendaten sichtbar für die Bevölkerung machen können, aber auch den Ämtern aufzeigen, was es bringt, wenn man die Daten sammelt und maschinenlesbar dort aufarbeiten. Wir sind dann weitergegangen und haben probiert, Themenfelder zu finden, wo wir so einen Use Case können umsetzen. Wir sind dann über Kulturgeschichte zu den Lieblingsorten gelangt, haben ein Projektteam zusammengestellt, haben Herausforderungen von diesen unterschiedlichen Projektteam gesucht und haben dann im periodischen Austausch das Konzept erarbeitet, haben daraus ein Screen Design, ein Prototyp erarbeitet, das sind die Bilder, die ich vorher kurz gezeigt habe, mögliche Systemlandschaft, wie man das kann technisch umsetzen kann, Trägerschaft ausgearbeitet und dann auch einen Finanzierungsansatz. Das ist so der aktuelle Stand. Im nächsten würde ich gerne auf die Herausforderungen eingehen. Was für Herausforderungen haben sich in dem Projekt gestellt? Damit die Projektidee in einem Ökosystem kann vorantrieben werden, braucht es eine Kümmerrolle, also jemand, der aktiv dran ist, das Ganze dort vorantreiben. Dann muss ein Verständnis für Projektidee und Zusammenarbeit über Organisationsgrenzen raus, also das Silo-Denken überwinden, ist sicher eine Herausforderung. Dann auch die Skepsis abbauen, muss man können abbauen bei den Projektmitgliedern und vor allem auch den ihren Auftraggeber betreffend der Erfolgschancen. Motivation zur Projektmitarbeit und dann eben auch Bereitschaft zur Ressourcenbereitstellung, wenn es darum geht, das Ganze können umzusetzen. Was sind die Erfolgsfaktoren, die Chancen, die sich daraus ergeben? Also man muss Problemstellung bei den Projektmitgliedern abholen und bei der Lösungsarbeitung klar adressieren. Man muss die Ideen, die man hat, visualisieren und für alle greifbar machen. Und dort Zusammenarbeit und Bündelung der Ressourcen sind die Chancen auf Erfolg viel grösser. Bündelung lässt das Projekt auch in ganz andere Dimensionen steigen. Ja, da wäre es zum Projekt Lieblingsort gewesen. Und so gebe ich den Ball gerne wieder zu dir zurück, Christoph. Ja, Michael, vielen Dank. Was ist dein Lieblingsort, Kanton Thurgau? Mein Lieblingsort? Mhm. Da gibt es einige. Also sicher der Bodensee, wo es viele schöne Plätze gibt, zum Beispiel Stand-up-Paddeln, aber auch zum Campen. Grillstellen gibt es dort auch en masse. Gibt wirklich sehr viele schöne Fleckchen in unserem Kanton oder auch nur schon in unserer Gemeinde in Hauptwil. Das glaube ich dir sofort. Vielen Dank für deine Ausführungen. Ich habe auch da mit ein paar Notizen gemacht. Da gehen wir nachher drauf ein. Wir machen jetzt eine Fahrt in Richtung Zürich, gehen weiter. Jetzt kann man sich entscheiden, will man über Bern gehen oder über Luzern. Jedenfalls müssen wir die Alpen queren und gehen Richtung Kanton Wallis, ins Oberwallis.
zum Raphael Imboden. Wir sind dort angekommen und möchten jetzt von ihm hören, wie Sie die Herausforderungen angehen im Oberwallis. Du bist von einer Organisation, kennen eigentlich vor allem das Kürzel RW Oberwallis. Aber du darfst jetzt uns sicher erklären, was das genau im Detail heisst. Und gebe dir das Wort. Bin gespannt. Vielen Dank und let's go. Ja, merci vielmals, Christoph. Auch von meiner Seite herzlich willkommen hier zu dem Anlass vom Verein Meine Gemeinde Live. Wie man unschwer erkennen, der Christoph schon gesagt hat, bin ich aus dem Oberwallis. Als vom Verständnis her sollte das Problem gehen, gar gemeldet oder könnt ihr sonst auf Hochdeutsch referieren. Sonst würde ich mal starten mit Walliserdeutsch. Mein Name ist Imbo Raffael. Ich arbeite auf das Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis, kurz RWO, und würde auch jetzt kurz zuerst unsere Organisation vorstellen und dann auf ein konkretes Digitalisierungsprojekt näher eingehen. Zuerst RWO. Die RWO ist eigentlich ein regionales Kompetenzzentrum und eine strategische Impulsgeberin und Entwicklerin von der Region, mit dem Ziel, eine attraktive Wirtschaft und Lebensräume im Oberwallis zu fördern und so auch letztendlich die Wertschöpfung von der Region zu steigern. Die RWO ist ein AG. Ihr seht hier die drei Aktionärsgruppen. Einerseits der Kanton Wallis, der mit einem Drittel beteiligt ist, dann der Verein Region Oberwallis mit 34% beteiligt. Der setzt sich aus 63 Gemeinden aus dem Oberwallis zusammen und der mit einem weiteren Drittel der Verein Wirtschaftsforum Oberwallis, wo das Ziel hat, die wirtschaftlichen Interessen von der Region auch in politischer Hinsicht zu vertreten. RWO ist in verschiedene Wirkungsfelder aufgeteilt, wo man hier sieht, die fünf Stück eigentlich. Einerseits die Standortattraktivität, dann die Räumgestaltung, die natürlichen Ressourcen, Kooperationen und Fusionen und letztendlich die Digitalisierung. Und ein Digitalisierungsprojekt, das wir bei uns haben, ist das Digital Service Center für Gemeinden im Oberwallis. Und auf das würde ich jetzt gerade näher eingehen. Was ist eigentlich der Anstoss, dass man gesagt hat, man wollte so ein Digital Service Center aufbauen für Gemeinden im Oberwallis? Wenn man sich jetzt hier mal die digitale Transformation vor Augen führt, sieht man eigentlich hier, wie sich über die letzten knapp 25 Jahre die Nutzer quasi exponentiell entwickelt hat. Also 1995 mit dem Web 1.0, dann der Onlinehandel, der dazu ist, die ersten sozialen Medien, die ganzen Apps, Internet der Dinge, Industrie 4.0 und in kürzester Vergangenheit die digitalen Produkte, Dienstleistungen und Services. Und so hat man nachher eigentlich gesagt, wir würden gerne für die Gemeinde im Oberwallis ein Digital Service Center aufbauen, wo sie unterstützt und euch als Ansprechstelle gilt für die digitale Transformation, euch proaktiv anzugehen. Jetzt, wie ist das Ganze aufgebaut? Ihr seht hier in der Mitte die Projektleitung, ist eigentlich bei der RWO, das heisst die Leitung und Koordination vom ganzen Projekt. Dann haben wir eine Steuerungsgruppe, bestehend aus vier Gemeindepräsidenten von unseren Pilotgemeinden Tasch, Solkes, Pitsch und Gracho, sowie einer Vertreterin von SECO, Staatssekretariat für Wirtschaft, der Vertreterin von ORE, also vom Bundesamt für Räumentwicklung, und dann noch ein Vertreter vom Verein Region Oberwallis, also von einer Gemeinde im Oberwallis, wo eigentlich die strategische Steuerung übernommen vom Projekt. Dann haben wir Arbeitsgruppen, gemeinsam mit den Gemeinschreibern und weiteren Stakeholdern, wo ich euch die nötigen Informationen liefern, die wir natürlich brauchen und nicht bei der Umsetzung von Entscheidern helfen. Dann
fachliche Unterstützung haben wir vom Verein Meine Gemeinde. Und natürlich ist es immer so, dass bei unterschiedlichen Massnahmen auch die regionalen ICT-Anbieter ins Boot geholt werden oder die Option besteht. Jetzt, das Projekt ist eigentlich in drei Etappen unterteilt. Man ist im Jahr 2020 gestartet mit einer Ist-Analyse und der Erarbeitung von einer Vision, wo man mal in der Gemeinde geschaut hat, wo ist eigentlich das Digitalisierungspotenzial vorhanden und wie würde die Gemeinde die unterschiedlichen Potenziale gar priorisieren. Dann die zweite Etappe, wo ich jetzt befinde, 2021-2022, sie wäre eigentlich an einer kontinuierlichen Digitalisierung von diesen priorisierten Prozessen und an einer Erarbeitung vom Konzept inklusive der Finanzierung. Und für das Jahr 2023 ist eigentlich geplant, dass man das Know-how, das man jetzt in dem Projekt aufbaut, per Wissenstransfer zurück in die Region speisen kann und das Digital Service Center eigentlich in einen Betrieb übergeführt wird. Jetzt haben wir in der Corona-Zeit mit unseren Pilotgemeinden, zu dem Zeitpunkt sind das noch drei gewesen, die vierte ist jetzt erst kürzlich hinzugekommen, eine digitale Urversammlung dürfen umsetzen. Eine Gemeinde hat das direkt mit uns realisiert und die anderen zwei Gemeinden haben, wie ich vorher angesprochen habe, mit regionalen ICT-Dienstleistern die Urversammlung können umsetzen. Man hat nachher aus dem Wissen, was man hat können sammeln, ein User Manual zusammengestellt, also im Prinzip eine Anleitung für Gemeinden, dass sie zukünftig mit dem nötigen Equipment natürlich die Urversammlung eigenständig können übertragen. Ihr seht hier eine Illustration, wie das in der Gemeinde Taschet aussieht und hier eine Illustration, wie das in der Gemeinde Solkesch hat ausgesehen. Jetzt, was hat man aus diesen Urversammlungen für Kernaussagen, Kernaussagenfilter? Im Prinzip haben wir positive Resonanz bekommen, auch von der Bevölkerung, dass das wirklich ein Bedürfnis ist, sei es die Leute verkommen, die Möglichkeit an der Urversammlung teilzunehmen, wenn sie beispielsweise aufgrund von Corona nicht haben wollen, physisch teilnehmen oder zeitlich sich nicht haben einrichten können, vor Ort teilzunehmen. Absolut zentral ist natürlich die Video- und Tonqualität, dass man ein positives Wandererlebnis garantieren kann. Aus rechtlicher Hinsicht ist es aktuell noch so, dass von der Heimat uns nicht hat abgestimmt worden. Dazu braucht es dann noch einen politischen Vorstoß, der natürlich das ganze Event auch nochmal zusätzlich aufwertet. Aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Innovationsbereitschaft hat man eigentlich seitens Gemeinde, seitens Einwohner und Einwohnerinnen durch uns honoriert. Ich gehe nochmal zurück auf das Gesamtprojekt gehen, zu den Chancen, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren von dem Digital Service Center. Einerseits bei den Chancen hat man natürlich die Möglichkeit, eine Vorreiterrolle in einer Digitalisierung und die so auch aktiv, proaktiv mitzugestalten. Und die Pilotmaßnahmen bieten natürlich auch immer die Möglichkeit, von einem gewissen Spielraum zu profitieren, sodass man etwas wagen und experimentieren darf. Bei den Herausforderungen ist es so, dass die Gemeinden oftmals eine Schwierigkeit drin sehen, die Anbieter zu vergleichen, also aus der ganzen Produktpalette, die ja heutzutage eigentlich besteht, verschiedene passende Angebote zu finden. Und auch da versuchen wir natürlich so gut wie möglich zu unterstützen. Eine weitere Herausforderung ist der Aufbau vom Know-how innerhalb von dem Projekt, weil man durch uns auch immer wieder in Bereiche reingeht, wo man zuerst das Know-how muss aufbauen muss, weil es natürlich nicht möglich ist, das Ganze schon in-house bereitzustellen. Dann zu den Erfolgsfaktoren habe ich hier mal drei aufgelistet. Einerseits sicher die Priorisierung von einer Massnahme. Die Digitalisierung bietet natürlich eine breite Palette an möglichen Massnahmen. Sicher wichtig, dass man da eine Priorisierung festlegt. Dann die Realisierung von Quick Wins, natürlich auch zur Steigerung von der Legitimität des ganzen Projekts. Und dann noch für das Jahr 2023 vorgesehen, der Wissenstransfer, dass man das Wissen, das man jetzt in dem Projekt aufgebaut hat und weiterhin aufbaut, zurück in die Region kann transferieren. Was
wäre es von meiner Seite gewesen. Merci vielmals für eure Aufmerksamkeit und auf Fragen können wir gerade im Anschluss dann eingehen. Dann gebe ich euch zurück an Christoph. Merci vielmals. Ja, vielen Dank, Raphael. Das ist interessant und ist auch ein bisschen Corona beeinflusst, mindestens das letzte Projekt, das du uns gezeigt hast, mit den digitalen Urversammlungen, wenn ihr sagt. Das ist sehr interessant und hat ja auch Schlagzeilen gemacht, schweizweit. Ich möchte vielleicht bei der Frage gerade im Wallis bleiben und erlaube mir eine erste Stelle. Und nämlich interessiert mich Zusammenarbeit, oder? Ihr seid ja regional ausgerichtet. Träger, hast du uns gezeigt, sind Gemeinden unter anderem oder vor allem. Und jetzt gibt es ja im Kanton Wallis vermutlich noch andere so Initiativen, gar nicht davon aus. Es ist ein grosser Kanton, ein zweisprachiger Kanton. Gibt es da Brücken, gibt es da Zusammenhänge zu anderen Initiativen im Kanton? Das würde mich als erste Frage interessieren. Raphael. Jawohl, danke vielmals für die Frage. Wie du richtig sagst, gibt es eigentlich, der Ischer Kanton ist ja so wie das Oberwallis, Unterwallis. Und bei Ischers Pendant quasi gibt es auch im Unterwallis. Und auch die haben Digitalisierungsprojekte. Und das ist momentan auch so, dass der Kanton gerade die oder Erarbeitung von der Digitalisierungsstrategie schaffen wird. Und da haben wir jetzt auch mit dem Kevin Fuchs, der bei uns Projektleiter ist vom Digital Service Center, einen regen Kontakt da mit dem Dienststellenchef, das ist der Cedric Roy, der uns da auf dem Laufenden hält. Und da können wir ihn schon Impulse auch immer einbringen. Und dann können so eigentlich auch die Zusammenarbeit direkt mit dem Kanton und mit diesem Pendant im Unterwallis organisieren. Genau. Dass man da natürlich auch von Synergien profitieren kann. Das ist super. Ich habe auch den Namen von Cedric Roack gehört. Cedric ist ja jetzt ganz vorher bei eGovernment Schweiz gewesen, haben wir kennt hier in Bundesbern und jetzt ist er im Kanton Wallis und fördert Digitalisierung, aber vor allem E-Government, oder? Also beim Kanton. Und das wäre eigentlich meine zweite Frage, ob er auch mit dem Kanton zu tun könnte, aber das hast du schon jedem mit beantwortet. Und das finde ich sehr wichtig und spricht auch für euch, dass ihr die Brücken, dass die bestehen und dass die auch eben überschritten und genutzt werden. Das finde ich sehr positiv. Jetzt möchte ich aber weggehen von meinen Fragen, von mir als Fragende und das Ganze auftun, hat jemand eine Frage aus dem Plenum an Raphael? Ich hätte eine Frage, wenn ich die dürfte stellen. Ja, auf jeden Fall. Hallo. Ja. Hallo. Ich finde es mega spannend und was ich noch gesehen habe bei dir auf der Folie, ist ein Punkt gewesen, wo du gesagt hast, dass die Bevölkerung oder die Einwohner und Einwohnerinnen Innovationsbereitschaft von Gemeinden honoriert. Wie zeigt sich das? Oder was heisst das ein bisschen konkreter? Hast du das Beispiel? Oder? Wenn ich gerade nochmal auf die digitale Urversammlung eingehe, ist es so gesehen, dass man das über YouTube gestreamt hat. Natürlich auch für die Trittschwelle möglichst flach zu halten. Und da haben die Gemeinden das Feedback, das wir erhalten haben, dadurch auch mehr Teilnehmer können verzeichnen, als das sonst bei den Urversammlungen, die halt nur physisch, also in Präsenz sind. Und nachher haben die Gemeindepräsidenten haben auch direkt Feedback bekommen von den Leuten, die online teilgenommen haben. Haben zum Teil auch die Kommentarspalte im YouTube rege genutzt und da aber also als Danke gesagt, dass man das umsetzt und die Möglichkeit bietet, dass man auch digital kann teilnehmen kann. Okay. Direkt Feedback, das man dort einsammeln kann. Danke. Weil ich höre immer wieder so ein bisschen aus der Gemeindelandschaft raus, ja, man muss ja gar nicht innovativ sein, oder? Also ein bisschen überspitzt gesagt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Also ich sehe es auch anders, aber darum hat es mich jetzt Wunder genommen. Danke für meine Messe. Sehr gerne. Merci Mario. Das habe ich jetzt noch nie gehört, dass Gemeinden nicht innovativ sein müssen, aber vielleicht ist das meine berufliche Verblendung, weißt du, ich will das gar nicht hören. Aber, Ich will es auch nicht hören, aber ich habe es gerade wieder
Also sage ich mal, in einem Projekt, wo ich auch ein bisschen Umfragen gemacht habe, ist auch so ein bisschen mehr aus der Politik gekommen, oder? Aus der Exekutive, die gesagt hat, ja, wir müssen eigentlich gar nicht innovativ sein, wir müssen eigentlich Gesetze führen und ja. Also, ist gut, nein, sage ich wieder für die Wortwirtschaft. Ich muss dann so ein bisschen leer schlucken, aber der hat sich jetzt wundert genommen. Also ich nehme es anders wahr. Ich finde, die Gemeindelandschaft ist sehr innovativ, weil es eben auch konkrete Probleme muss lösen, wie jetzt im Büch im Oberwallis mit den Urversammlungen. Und wir haben ja das auch weit transportiert. Wir haben ja Plattformen geschaffen. Darum gibt es ja auch die, wo wir jetzt gerade uns treffen, um dann das auch weiterzugeben. Wir haben auch bei meiner Gemeinde mit Cisco einen grossen Partner, wo ja auch jetzt im Konferenzbereich jetzt auch testet ein Abstimmungssystem, wo dann auch gewissen Sicherheitskriterien entspricht, zu installieren, dass das kann Zukunft sein in gewissen Bereichen. Das ist bis heute auch ein Problem, dass wir nicht geheim abstimmen können. Also da geht recht viel und ihr habt da einen wichtigen Beitrag geleistet, RWO, und ja, eigentlich kann man nur Danke sagen. Ich möchte jetzt aber noch eine letzte Fragerunde fürs Wallis öffnen, sonst gehen wir zurück in Thurgau. Dann nehmen wir doch wieder das Velo und fahren über die Pässe. Nein, die sind jetzt beschneit. Das ist ein bisschen das Problem, oder? Gell? Die haben Schnee davor, ist glaube ich schon zu. Dann halt gehen wir durch den Berg mit der Bahn und zurück in Thurgau. Eine weite Fahrt am Bodensee. Und dort habe ich mir, Melanie, erlaube mir die erste Frage auch wieder gerade dir zu stellen. Was ich mir aufgeschrieben habe, ist eigentlich auch die zwei Fragen, oder? Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Kanton, im Kanton Thurgau, eure Initiativen, vor allem auch, was die öffentlichen Services, Dienstleistungen, E-Government betrifft? Das wäre an sich meine erste Frage an dich. Also ich habe ja am Anfang gesagt, der Verein Smarter Thurgau ist in einer engen Public-Private Partnership mit dem Kanton. Das heißt auch, dass der Kanton unsere Arbeit über im Moment noch Mittel der neuen Regionalpolitik stark sponsert und dementsprechend natürlich sehr interessiert daran ist, was wir tun und was wir machen. Und es, also im Thurgau ist eben von Kantonsseite gerade ein digitales Kompetenzzentrum im Aufbau, das sich auch der Thematik E-Government annimmt. Und dort sind wir als Verein einmal also mit eingebunden, im Prinzip als, wie soll ich sagen, Inputgeber für die Bedarfsseite. Also was wollen eigentlich die Leute im Kanton, was erwarten die vom Thema E-Government? Und andererseits ist aber auch der Verband Thurgauer Gemeinden da eingebunden, weil es natürlich, es gibt so, wie soll ich sagen, der Kanton sagt, ich kann mich nicht mit allen 88 Gemeinden einzeln auseinandersetzen, die es im Thurgau gibt, sondern es muss praktisch jemand da sein, der dort Bedürfnisse bündelt. Das ist logischerweise natürlich der Verband Thurgauer Gemeinden, der VTG, mit dem wir wiederum relativ stark im Austausch sind, und um da wie so eine Brückenfunktion zwischen Kantonen und Gemeinden herzustellen. Gerade was das Thema digitale Transformation angeht, weil wir halt eben nicht nur die E-Government-Seite präsentieren, sondern natürlich auch die Kompetenzseite, was überhaupt Digitalisierung und digitale Transformation angeht. Also wir sind da in relativ engem Austausch miteinander und auch eingebunden ein Stück weit in diese Prozesse. Ja, also auch da höre ich das alles sehr gern und mir läutet es in den Ohren, weil ich natürlich all die Organisationen auch kenne, vor allem auch der VTG natürlich. Verband, Verein, Thurgauer Gemeinden, das ist sehr wichtig, meines Erachtens. Im Kanton Thurgau ist es jetzt aber, glaube ich, so, dass es noch keine digitale, zentrale Stelle beim Kanton gibt, so à la Wallis. Das ist meines Erachtens, ich stelle jetzt eine Theorie auf oder Thesen auf, dass das eben wichtig ist, um das Ganze bei den Gemeinden
zum also vorwärts zu bringen, dass eben auch der Kanton Führungsrollen übernimmt. Im Kanton Thurgau gibt es nicht so eine zentrale Stelle auf kantonaler Ebene, stimmt das? Also eben, das ist dieses Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung. Das läuft seit. Und wo ist das auch? Ist die das ist angesiedelt beim Amt für Informatik, beim Kanton. Und ich kann dir durchaus zustimmen, dass was wir aus Gemeinden teilweise hören, ist genau dieses Ding, dass man auch sagt, wir brauchen eigentlich auch so ein bisschen Leitlinien von der übergeordneten Ebene, damit das alles in einem Gefäß irgendwie läuft. Und da herrscht eine gewisse Unsicherheit, was jetzt eigentlich der Kanton auch bereitstellt, vielleicht auch bereitzustellen bereit ist. Und das steht so ein bisschen natürlich im Konflikt auch mit der Autonomie der Gemeinden, mit dem unterschiedlichen Kompetenzstand, der natürlich vorherrscht. Aber eben, also dieses Kompetenzzentrum gibt es jetzt, das ist aber immer noch dabei, die Arbeit aufzunehmen, sage ich mal. Hingegen dunkt es mich jetzt interessant, dass das beim Amt für Informatik angesiedelt ist, weil oft ist ja das mehr eine strategische Stelle bei der Staatskanzlei oder Finanzdepartement. Früher war es oft bei den Finanzen gewesen. Habe ich selber auch eins gemacht im Kanton Obwalden. Ich war Digital Officer quasi, nur ist es dort eigentlich die Archivierung, digitale Archivierung gegangen als Projekt. Das war eine andere Zeit. Mhm. Aber voilà, ja, also es gibt auch da natürlich die Organisationsautonomie bringt natürlich verschiedene Organisationsformen. Aber mir ist jetzt noch wichtig, da drauf den Finger zu haben. Eine weitere Frage, wenn ich mir erlauben darf, ist, wenn ich das so gehört habe, die Planungen, oder? Auf wie viele Jahre ist das ausgelegt? Wie lange haben die Rüche zu sein? Ist auch das Budget und der Horizont auf immer und ewig? Oder jetzt 3 Jahre, 5 Jahre? Das würde mich noch interessieren. Muss ja auch sicher einen realistischen Rahmen geben, oder? Also wenn wir sozusagen das Go von der Regionalplanungsgruppe bekommen, dann könnte man das vermutlich innerhalb eines Jahres realisieren. Weil die Methodik wäre eigentlich da, die Bereitschaft auf Seiten Datenlieferanten sind auch da. Das heißt, man müsste gar keine großartigen Konzepte erstellen. Erstmal oder gemeinsame Konzeptarbeit machen, sondern man müsste sich tatsächlich vor allen Dingen um die Fragen kümmern, wie kann man das Konzept realisieren, weil das ist eigentlich vorhanden. Mhm. Das wäre jetzt so meine Schätzung, dass das innerhalb eines Jahres realisierbar sein sollte. Mhm. Was hast du gelernt von den Zusammenarbeitspartnern Oberwallis, ich würde so sagen, meine Analyse ist die, dass es ein bisschen staatlicher ist, staatliche Stellen involviert sind, sogar Bundesstellen. Das habe ich bei euch, glaube ich, nicht gesehen, oder? Wie tust du das werten? Also ich glaube, ich würde das jetzt erstmal überhaupt nicht werten wollen. Damit würde ich mich schwierig tun, weil ich das Konzept im Wallis ja auch nicht so gut kenne. Aber das ist vielleicht einfach der Unterschied von der Herangehensweise, die halt der Verein Smarter Thurgau generell an diese Sachen hat, weil es geht uns schon auch viel um die private Initiative. Also eine Zusammenführung von privater und staatlicher Initiative, auch unter dem Aspekt immer die Seite des Anwenders mit einzubeziehen bei der Planung von Projekten. Und wie gesagt, wir sind nicht nur auf Gemeinden ausgerichtet. Ja, das empfinde ich auch so. Und das ist aber auch ohne Wertung. Es ist einfach ein anderer Ansatz im Detail. Mhm. Hingegen muss ich sagen, und da kommen wir zum Michael mit dem Projekt, das du vorgestellt hast. Das ist ja eigentlich dann sehr Thurgau fokussiert, oder? Es verhängt zwar die Interessen von der Thurgauer Gemeinden, aber es ist sehr partikular. Das ist ja logisch, weil es ist ein Tourismusprojekt. Ihr wollt ja nicht, dass sie nachher, weiß auch nicht, wo hingehen, oder? In einen anderen Kanton, sondern aber das ist ja nicht ein Vernetzungsprojekt an sich, sondern es ist ein Tourismusprojekt. Also ich habe es mindestens so empfunden. Es ist eigentlich Das ist schon richtig. Das ist eigentlich eher etwas Partikulares, oder sehe ich das falsch?
Also oder Tourismus ist ein Schlagenaufhänger, weil der halt viel aus so einem Projektansatz kann daraus rausziehen. Und weil er halt auch von der finanzierenden Seite ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Dann ist der Aufbau von der Community ein sehr wichtiger Teil, dass man die Nutzer auf die Plattform bringt, weil nur wenn dort eine gewisse Anzahl erreicht wird, kann das Ganze auch einen Erfolg haben. Darum hat man es müssen in ein Marketingkonzept, würde ich jetzt mal sagen, hat man es müssen packen, damit man das kann auch entsprechend verkaufen. Ein ganz wichtiger Ansatz ist bei dem Konzept, dass es multiplizierbar ist. Also das heißt, dass da nicht Lieblingsort der Thurgau ist und bleibt, sondern dass auch von der technischen Umsetzung her, dass da multiplizierbar ist. Zum Beispiel sind wir jetzt im Gespräch mit dem Amt mit der Landwirtschaft, Agro-Marketing, wo ähnliche Anforderungen hat, ähnliche Funktionen braucht, um ihre Arbeit können präsentieren. Und so sind wir jetzt ein bisschen am Schauen, dass wir da auf ganz viele Schultern können, verteilen können. Agro-Marketing, das ist jetzt auch auf den Kanton gerichtet, aber soll dann auch über Kantonsgrenzen raus, soll das Appenzell-Tourismus im Wallis können zur Verfügung gestellt werden, dass sie das können, das Konzept auch können nutzen können. Mhm. Also, eben, dann habe ich eine falsche Vermutung gehabt. Das ist interessant und das finde ich auch wichtig, dass es eben auch über das rausgeht. Das ist auch die Chance von der Digitalisierung, die eigentlich keine Kantons- und Gemeindegrenzen kennt. Und trotzdem müssen auch die, was finanzieren, den Nutzen für sich haben, innerhalb genau, der traditionellen Grenzen. Oder? Genau, damit man eben den Erfolg, damit man das Projekt auf Spur halten können, dass man da mit dem gleichen Zug weiterentwickeln können, müssen wir da bündeln, müssen wir die Projektmitglieder mit dem Lieblingsort Thurgau. Und da ist nicht nur touristisch ausgerichtet, sondern halt eben auch kulturell. Der kulturelle Aspekt ist auch sehr, sehr wichtig, aber es lässt sich gut miteinander kombinieren. Ja, ist gut, danke. Und jetzt möchte ich noch für eine Thurgau die Diskussion öffnen, respektive die Fragerunde. Gibt es noch eine Frage an die Martha Thurgau, an die Vertreterin? Und der Vertreter Geraldo. Ja, sehr gerne. Guten Morgen zusammen. Melanie, ich finde eine Frage an dich. Du bist ja, so wie ich verstanden habe, ist deine Aufgabe, Bedürfnis auch von den Einwohnenden in einer geeigneten Form zu erfassen. Mhm. Ist das korrekt? Also das ist einfach... Bestandteil unserer Projekte ist immer zu gucken, ist dafür wirklich ein Bedarf da. Wir wollen ja nicht am Bedarf vorbei und technologiegetrieben irgendwelche Sachen machen. Ja. Mir würde interessieren, wie ihr das macht, weil wir merken immer wieder, es ist eine gewisse Schwierigkeit, oder quasi einen Bedarf können nachzuweisen. Meine klar, Digitalisierung ist in aller Munde. Wir wollen können digitale Leistungen beziehen. Aber wenn man mit einem vielleicht einer politischen Person, die eher noch ein bisschen in der früheren Welt daheim ist, in Diskussion kommt, dann muss man andere Argumente brauchen. Und dort würde es mich interessieren, wie ihr das macht und was ihr auch vielleicht für Argumente so braucht, jeweils. Mhm. Oh. Das ist eine sehr spannende Frage. Ich sage jetzt mal, wir haben natürlich, ich sage mal, der Verein Smarter Thurgau, das war vorhin, ich habe es nicht so erwähnt, setzt sich aus, der Vorstand ist sehr breit besetzt mit über 20 Leuten, die aus einerseits eben aus den Verbänden kommen, die aber auch, das sind Unternehmer dabei, das sind politische Vertreter dabei, unter anderem eben der Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit, der Chef des Informatikamts, es sind Gemeindevertreter dabei, die natürlich sozusagen wiederum aus ihrem Netzwerk raus eine gewisse Bündelung von dem, was ihnen zugetragen wird.
Auf der anderen Seite machen wir selber ab und zu Veranstaltungen in einem größeren Rahmen, wo wir auch sehr breit einladen und dann auch ein relativ breites Publikum haben, wo sich eigentlich so aus diesem Austausch raus wie eine Bedarfserhebung ergibt. Aber das ist in dem Sinne nicht systematisch. Wenn wir ein konkretes Projekt haben, dann wird es ein bisschen spezifischer. Also ich kann noch eine Sache, die vielleicht auch im Kontext von den Gemeinden recht spannend ist. Die Stadt Aborn realisiert in Zusammenarbeit mit einem unserer Projekte eine Bürgerpartizipation. Und da geht es um die Neugestaltung des Seeufers in Aborn, also liegt ja am Bodensee für alle, die das vielleicht nicht so präsent haben. Und die Seepromenade soll neu gestaltet werden. Und da ist zum Beispiel ganz klar von Seiten der Stadt, die dann eben auch schon in einem Vorprojekt, also die haben das wie getestet mit einem kleineren Projekt und haben festgestellt, dass das Interesse relativ groß und rege ist und die Leute sich das eben wünschen. Auch zu dem Thema Innovationsfähigkeit hatten wir vorher, das wird eigentlich dort sehr begrüßt, dass die Stadt so innovativ ist und solche Dinge lanciert. Und das ist halt dann so eine Form, wo auch eine gewisse Bedarfsermittlung durchkommt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass einfach, wenn in diesen Kooperationsprojekten, wir haben das mehrfach erwähnt, muss man ja viele verschiedene Leute zusammenführen. Und wenn die sagen, wir machen das jetzt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es einen Bedarf gibt, vor allen Dingen, weil in der Regel auch Wirtschaftsunternehmen dabei sind. Und die machen das nicht, wenn sie nicht eine Nachfrage sehen würden für das, was am Ende rauskommt. Also ist nicht immer einfach, aber ja, das ist eigentlich so die Herangehensweise. Jetzt haben wir langsam fortlaufenden Erfolg. Das ist der Grund, weshalb es geht Richtung 9 zu. Eine allerletzte Frage vielleicht, und sonst gehen wir auch, wenn wir uns langsam Richtung Ziel bewegen. Noch eine letzte Frage an die Referentin und die Referenten. Ich hätte noch eine gehabt, wegen hier im Bodensee, bei euch denkt man immer auch an umliegende Länder, oder? Aber das finde ich natürlich auch noch wichtig, dass man da vielleicht auch noch Synergien schafft. Aber das ist ja nicht das erste Ziel, oder? Aber ich denke, das wird bei euch dann irgendwann auch ein Thema werden. Ja, Michael? Also da kann ich einfach schnell zum Projekt Lieblingsorte, das ich vorgestellt habe. Dort haben wir auch im äußersten Kreis Interessensgruppen, haben wir die Internationale Bodensee-Konferenz, dort auch einmal als Referenten auftreten, wo wir das Projekt vorgestellt haben und haben so eigentlich im Austausch mit Kulturorganisationen aus dem Bodenseeraum, also da heisst Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen, wo wir eigentlich probiert haben, Synergien herauszuschälen, wo wir mit dem Projekt könnten nutzen. Also die Abstimmungen finden auch statt. Also. Ja, das ist auch das. Ist einfach, finde ich, sehr gut und ist auch bei euch eine Kultur. Also es ist ja nicht gesucht, oder? Ihr habt eine grosse Zusammenarbeitskultur. Wichtig sind auch so Institutionen, eben die Bodensee-Konferenz heisst sie, glaubst du, oder? Und die höre ich immer wieder, wenn es um Projekt bei euch geht. Und voilà, mit dem Bild eigentlich auch von der Zusammenarbeit übernational, aber auch überkommunal. Und da möchte ich eigentlich die heute Morgen beschließen, mich bedanken an die Referentin und an die beiden Referenten und noch schnell zurück an Anne-Sophie mit bestem Dank für noch die letzten Informationen. Ihr seht das zwar, ziehe es gerade durch, Anne-Sophie, Entschuldigung. Das nächste Mal treffen wir uns am 26. Oktober. Thema digitale Kommunikation mit der Bevölkerung. Hier geht es auch um die Plattformen, die ja jetzt während Corona stark zugenommen haben. Ich sage jetzt keine Namen, wo die Nähe zwischen Gemeinde und Bevölkerung schafft. Es geht letztlich um eine App, die kommuniziert. Da gibt es verschiedene Produkte und Initiativen und das möchten wir das nächste Mal mit euch diskutieren. Ich freue mich jetzt schon wieder drauf und wünsche euch bis dann, ja, das darf man so sagen, schöne Herbstferien, aber davor noch ein paar intensive Wochen.
Und danke für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag zusammen und ade. Danke ade. Für mal. Schönen Tag, merci. Gleichfalls. Merci vielmals.